Hallöchen, ich habe die Teile mal ausgelötet. Also das ist ein Brückengleichrichter und das ist ein IGBT. Also ein IGBT ist wohl eine Mischung aus Bipolartransistor und MOSFET. Ist wohl ein Bipolartransistor mit einem isolierten Gate. Allerdings, wenn ich das jetzt hier hinkriege, wir das hier so. Einmal so. Ich habe jetzt keine Handyhalterung. Jetzt habe ich euch mal einfach nur in so ein Dings reingeklemmt. Von da, das ist der mittlere, piept ja. Und da piept und da piept. Die piepen auch beide da, da. Egal wie, der ist auf alle Fälle durch. Ich weiß nicht, wie man den sonst messen könnte. Wenn der Kollektor und Emitter ein Bipolartransistor ist, müsste das ja eigentlich irgendwo eine Diodenstrecke sein. Aber das hier ist das Gate. Ach so. Hier, das soll das Gate sein. Und das dürfte eigentlich zu keinem irgendwie Kontakt haben. Hat es aber. Und das ist der Brückengleichrichter. Und hier ist ja der Plus, muss man hier festhalten, und ein Wechselspannung, dem anderen nicht, und der Wechselspannung zu Minus hat auch Durchgang. Ich messe zwar zwei, drei Diodenstrecken, aber das dürfte nicht sein, dass von dem zu dem rüber geht und von dem zu dem rüber geht. Das ist ja kein Sinn, der Sinn von einem Gleichrichter. Dass ich die Wechselspannung hier auf den Minuspol kriege und auf den Pluspol. Das ist ja Blödsinn. Ich habe schon mal gegoogelt, kostet bei Mauser, was waren das, 7 Euro. Und der 3 Euro. Bei Amazon habe ich zwar den gefunden, aber nicht den. Und ich muss ja genau den wieder nehmen. Das ist ein 20 Ampere Brückengleichrichter. Und der IGBT hier hat 1200 Volt und 20 Ampere oder 40 Ampere, irgendwie sowas in der Art kann der schalten. Habe ich noch rausgegoogelt. Ja, die beiden sind auf alle Fälle kaputt. Ich muss mal gucken, ob da noch mehr auf der Platine ist. Ich glaube aber nicht. Was hängt da jetzt noch zwischen? Das ist plus eine Spule, die Spule, Kondensator, und das ist ein Minus. Und da jetzt noch ein Kondensator zwischen. Ja, da hängt mal gucken, was ist über den. Ja, muss ich mal gucken. Die beiden, die hängen mit drauf. Der hängt an 230 Volt, aber die könnten eigentlich beides ab 275 Wechsel und 400 Volt Gleichspannung und der 1200 Volt Gleichspannung, 630 Volt Wechselspannung. Also die dürften nicht kaputt gehen. Ich kann mal gucken, ob ich da noch was zwischen habe. Ist aber auch so ein ganz eigenartiges Gedöns hier. Einmal da, einmal da. Zumindest kein Kurzschluss und von da nach da kein Kurzschluss. Was sagt der Kondensatortester? Im Moment sagt er nichts, die meine Spitze ist wieder lose. Messen tut er was. Acht Mikro. Und der andere hier. Wenn ich dann Kontakt kriege.
310 Nano. 8 Mikro und 310 Nano. Stimmt das? 300 Nano. 8 Mikro. Sind in Ordnung. Gut. Dann wird das nur Dings sein. Achso. Eine Sache hatte ich noch. Hier steckt noch eine. Irgendwie eine Diode zwischen oder was? Hier steht was, ein 100K, achso, das ist ein NTC. Ein 100K NTC Temperatur. Und die eine Z-Diode hier, die kann ich nochmal testen. 10 Kilo Ohm, ne, das ist ja verkehrt halt. Diode. 0,7 in die eine Richtung passt. In die andere Richtung 0,7 müsste passen. 20 Volt, 1 Watt. Also sie hat keinen Durchgang. Passt. Also es ist wirklich nur der Gleichrichter und dieser IGBT. Hier steht auch GCE. Und dann eben ein 10K. Ne, ein 100K NTC dazwischen. Gut. Ich guck mal, ob ich die Teile noch kriege. Irgendwo günstig. Ich möchte nicht unbedingt bei Mauser bestellen, da habe ich noch nie bestellt. Vielleicht finde ich auch noch was Adäquates anderes, aber komisch. Es wird schon schwer, sagen wir es mal so. Gut, mehr wollte ich nicht zeigen, wollte ich euch mal auf dem Laufen halten.